Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. So, heute sind wir hier mal im Boulevard Oasis. Machen hier mal einen kleinen Rundgang. Wir haben hier eine Apotheke. Dann hier in der Ecke Wanderlust. Das sind wohl Bademoden und ja, Damenmode. Dolce Vita und Noblesse. Die sind auch schon sehr lange hier. So, und hier oben haben wir Savadi. Ein thailändisches Restaurant. Sehr schön gemacht, sehr bunt. Abends auch viele, viele Lichter, bunte Lichter. Also ist richtig schön dekoriert, wie ihr sehen könnt. Savadi. So, hier haben wir eine Parfümerie, Douglas. Nebendran ist Mango Man. Und daneben dran der Natura-Laden. Machen wir mal einen Schwenk. Hier gegenüber haben wir das Hotel Costa Meloneras. Ist aber noch im Umbau. Ihr seht, das ist noch alles zugehängt. Hier vorne ist ja der Haupteingang. Es heißt wohl, im September sollte ein Teil geöffnet werden, aber das kann ich jetzt im Moment nicht bestätigen. So, das hier ist der Natura-Laden. Hier gibt es Krimskrams, Klamotten, ein paar Sandalen, Kerzen, Duftöle. Also wenn man auch mal ein kleines Geschenk braucht, hier wird man sicher fündig. Hier haben wir Noblesse, ein Juwelier. Und wir gehen mal weiter. Hier eine schöne Terrasse. Pulpo, das ist Krake, Filetsteak, Lachs, Paella, Seezunge. Ein Geschäft neben dem anderen. So, hier ist Banderas, so nennt sich das, oder Bandera. Bandera ohne S. Tapas und Copas. Also für die Mode ist hier überall gesorgt. Mezzaluna. Hier gibt es Crepes. Und hier oben ist Asia-Haus.
oben isst man eigentlich sehr gut. Asiatisch. Asiahaus. Chinese, Japanese und Thai Food. So, und das hier ist das Baobab Hotel von Lopez San. Und hier unten wird alles schick gemacht und vorbereitet für das Abendgeschäft. Da drüben der Gaucho. So, hier sind wir am Steakhouse Gaucho. Direkt gegenüber vom Costa Meloneras. Das ist im Moment ein bisschen hell hier. Die Sonne scheint da so drauf. Da kann man leider nichts erkennen. Schauen wir mal, wie es hier oben aussieht. Viele Blumen, Palmen, Pflanzen. Ist ganz nett gemacht. Doch, sieht sehr schön aus. Ja, und hier direkt gegenüber vom Gaucho ist das Casino hier von Meloneras. Für Spaß und Spiel ist natürlich hier gesorgt. Und damit bedanke ich mich und sage Tschüss, bis morgen.